News Center. Angebot von Stadtrennen. Ja, du bekommst hier mal 9. So, Jermaine Defoe. Jetzt muss ich mal gucken, wen nehme ich jetzt mit, wen lasse ich da. Möchte ich es gerne nochmal so probieren, wie ich es jetzt momentan habe. Allerdings werde ich Jermaine Defoe mitnehmen natürlich. So, Jermaine Defoe. Du kommst für Mladen Petric rein, der momentan nicht sehr gut gespielt hat. Und auf sein Tor wartet. Ich brauche mal wieder einen Linksverteidiger. Wie lange bist du noch verletzt, Marcel? 8 Tage noch. Also das nächste Spiel am 6. Danach. So, jetzt wird auch C. Roberto wieder mal reinkommen. Luis Hodbia, der hat momentan irgendwie scheiße gespielt. Und genauso wie der Elia, der hat auch wieder mal super Kacke gespielt. Und daher, so, Paulo Henrique kommt rein. Auch wenn der Geld bekommen hatte letztes Mal. Du darfst es heute spielen. Und wir speichern ab. Und dann gehen wir erstmal für. Ich glaube, für heute machen wir erstmal wieder eine Pause. Außer wir gewinnen jetzt mal, dann habe ich vielleicht wieder Lust noch weiter zu spielen. Außer wenn wir jetzt schon wieder verlieren, dann habe ich so langsam keinen Bock mehr und denke auch so langsam das Spiel, das will mich verarschen. Oh, ich krieg ne Krise. Es sind 4 Minuten gespielt, Junge, und du machst schon taktisches Foul oder was? Boah, sowas kostet mich ja ganz ehrlich immer wieder an. Ja, ist klar, 9 Minuten gespielt, der Gegner geht mal wieder in Führung. Ist klar. Und C. Roberto, den ich die Chance geben wollte, ist super. Super, Jungs. Das macht momentan hier richtig Spaß zu spielen mit euch. Schon mal was von Verteidigung gehört. So schnauzen sie uns jetzt schon mal voll, weil sie es nicht anders verdient haben. Unglaublich. Es ist mal gerade. Darüber darf man gar nicht erzählen. Hallo Leute, wie wär's mal mit ein bisschen Angriff? Angriff ist bekanntlich die beste Verteidigung. Wie wär's mal damit? Das wäre doch schon mal ein Anfang. Chancen, Tore. Aber nein, der Gegner macht wahrscheinlich eher noch 2-0. Wow, C. Roberto, du bist richtig geil drauf heute. Du wirst sofort rausgenommen. Du hast eine 6,0. Echt klasse. Das kannst du alles hier knicken momentan. Die ganze Mannschaft ist runtergekommen wie sonst was. Ja, geil. Der ist August nächstes Spiel gesperrt. Defoe. Schwalbe, ist klar. Wenn ist der Schiedsrichter gleich noch gegen uns, so wie sich das gehört. Und wahrscheinlich jetzt noch 2-0 hinterher. Ist klar. So, okay, wir haben schon mal 5 gelbe Karten. So, wir machen jetzt mal individuelle Anweisungen. Bum, bum, bum. Machen wir mal so. Tacklings normal. Aufstellung. Ansprache. Das gesamte Team kritisieren. Kritisieren. Mach dich mal motivieren. Dich machen wir auch mal motivieren. Motivieren.
Aufstellung. C. Roberto fliegt raus. Dafür kommt Keita. Hast du nicht anders verdient. Sehr gut, also wir haben Chancen. Allerdings gehen die Bälle im Durchschnitt ungefähr 30 Kilometer weit am Tor vorbei. Gut, da sind wir innerhalb von dieser Aufnahme von Platz 4 auf Platz 8 abgerutscht, da wir 3 Niederlagen in Folge bekommen werden. Gut, Ecke. 2-0. Sehr gut, das macht Laune zu spielen auf jeden Fall. Louis Holtby fliegt raus. Er spielt genauso scheiße wie alle anderen. Super. Macht richtig Spaß, hier momentan zu spielen mit dem Hamburger SV. Chancen gleich 0. Gegentore gleich 30, so ungefähr kann man sagen. Wie schön, dass auch noch nicht mal ein Angriff kommt, eine Chance oder so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn die Mannschaft gar nicht Chancen herausspielen möchte. Und ja, Defoe hat auch gleich mal wieder Bombe eingeschlagen, wird rausgenommen. Dafür kommt Petritsch rein. Und wir werden jetzt nochmal auf den vollen Angriff gehen. Ein Sieg wird es wahrscheinlich niemals mehr geben für den HSV, da man die Chancen ja bei 0%, die Chancenauswertung von den letzten 30 Spielen wahrscheinlich bei 0% sieht. Man lässt sich eher gegen Tor reinballern, so wie jetzt wahrscheinlich gleich wieder. Wow, mal wieder ein Tor von Rüd. Wow. Na. Toll, wenigstens mal ein Tor wieder. Da wenigstens schon mal ein Anfang. Und jetzt haben wir eine Glanzparade dazu wieder für den Gegner. Da ja Mondragon auch wieder die übermenschliche Torhüter ist. Wenigstens mal Chancen hier, allerdings 80 Minuten zu spät. Wäre schön, wenn man die ersten 80 Minuten irgendwie vielleicht ein bisschen mehr was getan hätte. Und nicht erst ab der 80 Minute anfangen mit Chancen. Und wir haben 2-1 verloren. Supi. Auf Platz 7 abgerutscht. Und das ist die 3. Niederlage in Folge gewesen. Rüd war noch mit einer der Besten. Und die letzten paar Stunden vor dem Ende der Transferperiode. Na, passiert hier nochmal was? Muss aber dazu sagen, dass der Fußballmanager immer sehr realistisch ist. Wenn ich jetzt das Spiel jetzt abgebrochen hätte und hätte die 3 Spiele nochmal gemacht, dann hätte es gut sein können, dass ich alle 3 Spiele gewonnen habe, weil dann plötzlich meine Mannschaft überlegen ist. Aber das wäre echt witzig. Man lädt das Spiel einmal neu, spielt die Spiele nochmal und plötzlich gewinnt man alle 3 Spiele. Macht man den Fußballmanager wieder aus, startet ihn eventuell wieder neu. Dann spielt man plötzlich alle 3 Spiele unentschieden oder man verliert wieder alle 3 Spiele. Das ist immer recht witzig auf jeden Fall.
Also es ist immer so wirklich, hat man gesehen bei manchen Aufnahmen habe ich jedes Spiel gewonnen, plötzlich, nächste Aufnahme, habe ich plötzlich alle Spiele verloren. Das ist immer für mich so ein bisschen unlogisch. Oh, Bayern hat sich Post Goals geholt. Naja, gut. Soll mich nicht weiter beschäftigen. Miroslav Klose wechselt zu Samara. Gut, das ist irgendwie, glaube ich, eine ukrainische Mannschaft oder so. Hoffenheim hat sich Paulo Ferreira geholt. AC Mailand hat sich Paolo Di Cicli. Wie wieder ausgesprochen wird. Kischli. Ich weiß es nicht. So. So. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich irgendwann jetzt rausgeschmissen werde. Wollen wir mal gucken. Karriereoption. Jobsicherheit. Na gut, momentan geht's noch. Transfermarkt. Alle Spieler sind berechtigt. Azuti kommt gut zurecht. Blackburn kommt auch gut, kommt gut zurecht. Okay, Investor, freudiger Präsident. Wow. Ja. Gut. Ich werde, glaube ich, jetzt nochmal ein Freundschaftsspiel machen. Ist hier irgendwie noch eine Lobop-Mannschaft. FC Hirten. Wir spielen nochmal gegen FC Hirten. Ich werde die Jungs erstmal jetzt ausruhen lassen. Erholung leicht. Und dann hoffe ich mal, dass die durch das Spiel, was sie dann hoffentlich gegen den FC Hirten vielleicht auch gewinnen werden, vielleicht wieder hochmotiviert sind. Weil momentan ist das ja, sage ich mal ganz ehrlich, eine reine Katastrophe nur noch. Und ich weiß auch schon bald gar nicht mehr, was ich mit der Mannschaft noch anfangen soll, wenn da nicht irgendwas noch kommt. Also das Freundschaftsspiel machen wir jetzt einfach noch. Tottenham, jawohl. Also ich muss auch dazu sagen, ich spiele momentan eigentlich komplett anders, als ich sonst immer spiele. Normalerweise ist sie eigentlich komplett nur auf Jugend. Und hier mache ich jetzt mal einen Mischmasch, so wie es auch wirklich immer angeblich sein soll, mit erfahrenen Spielern und so weiter und so fort. Das spiele ich jetzt einfach mal nicht. Oder das spiele ich. Ich spiele jetzt bloß mein System mal, nicht wie ich sonst immer spiele. So, und jetzt. Ejrulia fliegt jetzt momentan aus dem Kader raus. Dafür nehme ich jetzt mal Naoki Yamada mit, der seine Chance bekommt. Louis Holtby bleibt auch erstmal drinne. Der Marcel Janssen ist wieder fit, der kommt mit für den Boom-Song und kann meinetwegen auch gleich mal für den Dennis Aogo spielen, damit der sich etwas ausruhen kann. Und ich lasse jetzt mal den Mladen Petric spielen, zusammen mit dem Jermaine Defoe. Genau, so werde ich jetzt einfach auch mal spielen. Was gibt es denn im News Center? Marcel Jansen, okay, gut, keine verletzten Spieler mehr. Wuhu.